Ach so, der hat von. Aber sein Chef, er hat doch gesagt, sein Chef, oder? Okay. Vielleicht habe ich gerade einfach nur den Link nicht bekommen. Okay, vielleicht habe ich auch viel zu schnell gelesen gerade. Oder ich bin viel zu müde. Ist ja auch egal. Dann werde ich es ja nochmal herausfinden. Ich hole mal das Gold. Auf geht's zum Steinbruch. Also, ich werde jetzt noch Gold schnell herstellen müssen. Also. Könnte auch helfen, wenn man die Tage 6 tun. Dann weiß man, wer immer zornig ist. Grundlegend immer zornig ist. Leg das mal wieder ab, danke. Okay, Moment. Ich muss gleich nochmal drüber nachdenken. Ich wollte erstmal als allererstes hier. Wo ist das denn? Nee, da. Die Eisendinger hier fertig machen. Wenn ich das den sieben Todsünden anordne. Das ist der Gierige. Das ist. Also ja, hier ist der dann der. Also. Also es würde. Schlange selbst kann es ja nicht sein. Also ja, also ich weiß, dass Zorn auch eine Todsünde ist. Nur das Problem ist jetzt gerade, ich weiß, dass du das gerade auch denkst, nur ich frage mich gerade, wer von denen ist dieser Zornige? Also das ist schon, erstmal das mit den Todsünden ist eine spannende Sache. Das habe ich so nicht betrachtet. Aber stimmt. Also kann man darauf beziehen. Aber wer ist der Zornige? Aber ich glaube, doch, es ist Schlange wahrscheinlich. Schlange war immer zornig. Nee, das ist. Nein, das ist hinten. Nein, 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 nein. Schlange ist was anderes. Schlange ist jemand anderes. Frau Anmut ist nicht zornig. Der Wissenschaftler ist nicht zornig. Der Bischof ist schön. Ich bin überfragt. Schlange ist Neid? Ich würde eigentlich sagen, ja, wobei, nee, der Händler ist nicht Neid, nee. Weil, das ist auch wieder schwierig, weil der Händler auch irgendwie Neid symbolisiert. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, tatsächlich. Aber wahrscheinlich, weil mir die Charaktere gerade nicht alle in den Kopf kommen. Ja, ich kenne die, ich kenne die. Ich kenne die Dings, die tot sind. Die kenne ich alle aus dem Kopf raus, keine Sorge. Ja, also bei Geiz hätte ich tatsächlich, wie gesagt, Geiz und Neid hätte ich eher den Händler genommen. Wobei der auch wiederum Volllust hat, ne? Also Völlerei als Todsünde. Wollust, habe ich gesagt. Völlerei. Wollust ist ja das andere, was die Frau Anmut hat. Hochmut hat ja dann der Bischof, ne? Deswegen sage ich ja schon, dass er das nicht ist. Okay, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Aber ich glaube, dass das. Also für mich leuchtet das nicht ein. Ja. Ja. Ja, die Faulheit und der Zorn. Zumal es sind ja sieben Todsünden und es sind 6 Tage.
Also von daher finde ich die These doch ein bisschen schwieriger. Aber, stimmt, der Inquisitor, wo du es gerade sagst, er ist Zorn. Ja. Alles gut. Ich habe den die ganze Zeit nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. Der Inquisitor ist natürlich der Zorn. Aber glasklar. Und ich finde kein Gold. Was soll das? Aber ich würde auch nicht sagen, dass der Astrologe Faulheit ist. Also bedeutet. Nicht. Sorry, es ruckelt wieder. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich versuche gerade nochmal Gold und so zu. Ach, da ist Gold. Hey. Ich brauche gerade noch Gold für die fürs Schwertchen. So, als nächstes ist wieder Frau Anmut dran. Weil ich sehe das Problem der Astrologe. Der ist ja nicht faul, ne? Also. Beim Astrologen würde ich vielleicht von Hochmut sprechen, tatsächlich. Na, weiß ich gar nicht. Ah, vielleicht kommt das ja noch. Ich meine, der hat sich halt zur Ruhe gesetzt. Ja gut, wenn du es jetzt ikonografisch betrachtest, dann ist der alte Mann mit dem Rauschebart immer derjenige, der, also der Alte, der Langsame, quasi immer die Faulheit symbolisiert so, immer die Faulheit. Der Dicke, also in dem Fall auch der. Ja, das ist das Problem, also. Dass er nichts macht, naja, er hilft uns immerhin weiterzukommen, ne, mit seinem Wissen. Das ist halt so. Das ist das Problem. Also er macht schon was. Ist ja aktiv. Was wollte ich gerade sagen? Genau, also Frau Anmut ist ja glasklar. Wobei man wiederum Frau Anmut und den Bischof zusammenlegen könnte, weil die ja beide so. Ja, wobei, nee. Ja, Frau Anmut hat halt auch wieder was in die Richtung vom Bischof, ne? Also. Ne? Ja, klar. Aber das ist wieder dieses Faustphänomen, deswegen würde ich nicht sagen, dass das Faulheit ist. Weißt du? Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber es ist interessant. Ich glaube, das klärt sich dann dementsprechend auch am Ende, ne? Also ich meine, jetzt, wo wir eh ans Ende kommen, wird da jetzt eh nichts mehr viel gespoilert. Aber ich kann das mal im Auge behalten und immer wieder drüber nachdenken. Naja, wobei, man könnte auch wieder sagen, er war faul. Also der Forscher war faul. Weil es nicht geschafft hat, zum Beispiel auch sich um seine Tochter zu kümmern. Ja, hab es damals in der Beta erfahren. Ja. Aber wir gucken mal tatsächlich. Vielleicht ergibt sich das ja sogar. Wie gesagt, vielleicht ist immer jetzt gerade einfach nur, also vielleicht bin ich jetzt gerade, nicht du, sondern ich, gerade derjenige, der zu sagt, kann ja nicht sein. Und am Ende ist es genauso. Okay. Ja. Ich glaube, ich stelle das viel zu. Aber ich bin bei der Quest auch noch nicht weiter wie du. Okay. Ja, gut. Ich bin jetzt. Aber klar, eigentlich ist das so klar gewesen. Okay.
Ich muss aber auch eine Sache sagen, das ist halt, was mich gerade so an dem Spiel interessiert, oder was ich interessant finde. Der Inquisitor mit der lodernden Flamme ist eigentlich sowas von einleuchtend. Der Typ zündet eigentlich alles an, was nicht auf zwei auf den Bäumen ist. So. Und ich finde, das zeigt das halt nochmal so stark. Was er eigentlich denkt, so gesehen. Oh, noch ein Goldnugget. Meine Güte. Also, wir brauchen das Damaszener-Schwert. Wir müssen Frau Anmut das Gedönekiste noch bringen. Also das Lied, was ich so gerne hätte. So. Die Geschenke passen aber auch zu den Sünden. Ja, ja, ja. Feuerzorn. Igel Hochmut. Ja, Gabelfüllerei, klar. Was waren die anderen? Die anderen Gegenstände kenne ich auch noch nicht. Ich glaube, es war ein Zirkel. Kann das sein? Es war für den Forscher. Es war die Halskette. Und noch eine Sache. Die fällt mir gerade auch nicht ein, tatsächlich. Die kannst du ja einsehen, wenn du bei diesem Portal stehst. Also bei dem Portal, beziehungsweise wenn du den Inquisitor quasi da abgelenkt hast. Alter, ruckelt das mal wieder. Entschuldigung. Da kann man ja nur böse werden auf das Spiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt also bei mir ruckelt es nochmal krasser als bei euch, glaube ich. Also wenn ich jetzt rechts so die Aufnahme sehe. Alter. Okay. Machen wir die letzten drei noch. Na, ja, jetzt geht's wieder. Wieder Eisenerz, nochmal Eisenerz, wette ich. Jo, und diesmal wieder Eisenerz und wieder nichts dabei. Ah doch, Silbernuggets, perfekt. Und viel Spaß damit. Wir sehen uns. Ich hab gesagt, wir sehen uns. So, dann... Oh, 3 Gold haben wir tatsächlich. Jawohl, ja. Okay, der hat jetzt eigentlich alles mitgenommen, was wir hier hätten eigentlich verbraten können, aber sei es drum. Ah, jetzt können wir eigentlich auch den Ruhestand wieder nehmen. Und nach Hause. Perfetto. So, da gibt es wieder eine Menge Punkte. Ich brauche, ich glaube für das hier, Jolt, nicht? Ja, Joltbarren. Ich habe nur einen Goldbarren. Ich brauche 3 davon. Der Händler ist auch nicht da. So schlimm. Mit diesen Menschen kann man nichts anfangen. Schrecklich. Alle Sachen habe ich. Außer diese eine wirklich blöde Sache, die mir fehlt. Ich mach mal hier jetzt genug Eisenbarren, damit wir hier auch mal... Na komm. Ich habe kein Brennmittel. Toll. Alles geht aus. Danke, Merkel. Ich kaufe mir die Goldbarren, glaube ich, von dem Händler. Ich habe echt keine Lust, jetzt das alles noch hier mir sonst wie noch zu erwirtschaften. So, Hexenhügel, nicht? Ah, ich habe auch keine Quest von ihm, aber das kommt vielleicht noch. Was machen wir jetzt? Vielleicht was zu essen? 5 Eier. 20 Gebäckteig damit.
Schade, dass man keinen Zombie hier hinstellen kann. Auch wenn ich das Essen dann nicht essen würde wegen den dreckigen Fingern, aber wäre ja nur eine Idee. Och, weißt du was? Ich kaufe mir jetzt das Schwert. Was ist denn los? Ich bin doch doof. Das Schwert kann man sich doch kaufen bei dem einen Typen da. Hat er doch selber gesagt. Ich habe gedacht, wir können es aber schneller craften, aber wir brauchen eh Eisen noch und sowas. Also von daher passt das. Aber dann hole ich das doch einfach. Guck mal, der Episkop kommt. Beim Inquisitor würde ich dir gerne den Tipp geben. Ich glaube, dir fehlt etwas, das ich durch puren Zufall entdeckt habe. Das würde mich jetzt auch interessieren. Du kannst mir gerne einen Tipp geben. Bin ich offen für, ganz ehrlich. Aber natürlich nur, wenn du willst. Gerne. Also ich gucke auch ab und zu in die Lösungen hier. Also von daher kein Problem. Ich bin da im Moment sehr offen, was das angeht. Weil das Spiel sich so zieht gerade. Okay. Einmal bitte. Die 1,50 habe ich auch noch. Geh zu den Wachen am Portal. Hast du diese Burger-Party geschmissen? Mit dem... Okay, vielleicht verrate ich dir jetzt aus Versehen was. Sorry. Hast du die Burger-Party geschmissen? Weil die Wachen sind mir mittlerweile egal. Die gibt's bei mir nicht mehr. Okay, weil die gibt's bei mir nicht mehr. Die Wachen sind weg. Okay, der Typ ist ja auch weg. Okay, passt. Ach, du bist beim Inquisitor tatsächlich weiter? Also bei mir sind die nicht mehr da. Da bin ich fest von überzeugt. Ich kann, wenn du magst, gleich nochmal hingehen. Aber die sind alle weg bei mir. Allesamt. Uchikado. Ich hoffe, es buggt nicht bei mir rum. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich hoffe, es buggt nicht rum. Das wäre jetzt echt übel, gell? Oh, wir spielen erst 3 Stunden. I like. So, wir machen noch ein paar Kerzchen an, damit das Gebet hauptsächlich nicht schief läuft. Weil der Bischof hat es nicht so mit uns. Beziehungsweise wir haben es nicht so mit dem lieben Herrgott. Komm, wir nehmen alle Kerzchen jetzt. Ich kann ja nochmal gleich, wie gesagt, gucken. Die habe ich noch nie angehabt. Hey. Wie gesagt, ich gucke gleich mal, aber ich verspreche dir jetzt gerade mal nichts. So, auf geht's! Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll, 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 toll. Ich habe euch auch alle lieb. Lasst uns jetzt beten. Halleluja. Toll. So. Sind wir, du warst, nachdem die Wachen verschwunden waren, nie wieder beim Inquisitor? Nein. Nein. Tatsache nicht. Oh, Yusroy, danke für deine Bits. Vielen herzlichen Dank. Hallo, mein Freund. Es hat endlich in der Stadt geregnet. Das ist keinen großen Unterschied gemacht, aber das Vertrauen der Leute in meine Macht ist größer als je zuvor. Also werde ich diese Gelegenheit nutzen, um Reformen zu machen, den Armen zu helfen und die grausame Inquisition loszuwerden. Mein Bruder denkt genauso wie wir kommen aus armen Verhältnissen, also fühlen sich die Probleme der Ärmsten sehr persönlich für uns an. Du bist ja doch eine gute Person. Meine Güte und Großherzigkeit sind tatsächlich endlos. Sorge du dafür, dass alles glatt läuft und wir machen einen besseren Ort aus der Stadt. Du bist toll. Ich hab dich jetzt doch gern. Irgendwie bist du mir jetzt gerade sympathisch geworden. 10 Bits für die tolle Predigt. Mal kurz mal. Ich glaube, wir haben noch eine Leiche unten. Kann es sein? Nee. Sehr gut.
So. Dann haben wir das auch. Das Schwert haben wir. Das Gebiet können wir eigentlich unten abladen. Aber gut, dass du mir das sagst, dass ich nochmal zum Inquisitor soll. Das werde ich dann nochmal machen, wenn er da ist. Siehst du, ich habe den nämlich schon aus dem Blick gehabt. Aus dem Blick vergessen gehabt. Du weißt, was ich meine. Ich habe ihn vergessen. So. Und jetzt machen wir hier nochmal Kugelgefäße. So. Gib es nochmal blaue Punkte. So. Da komme ich natürlich nicht durch, aber ich komme hier durch. Ich komme da gerade nicht durch. So, jetzt aber. Guck, ich habe hier niemanden mehr. Aber vielleicht kann ich ja nochmal mit den Wachen reden. Guck mal her, hier kommt die loderne Kohle. Goldener Winkel, endloses Buch. Genau, endloses Buch und goldener Winkel. Spannend, spannend. Okay. So, Wagner ist ja leider auch Futigado. Beim Kapitän konnte ich bisher auch noch nicht viel anfangen. Der Kapitän wird noch kommen wahrscheinlich. So, müssen wir eigentlich in die Stadt? Ich überlege gerade. Eigentlich nicht. Eigentlich können wir uns irgendwie um unser Ei... Ah, wobei, doch, wir könnten Eier kaufen wieder. Das ist halt auch so echt anstrengend. Yusroy, hast du eine Ahnung, wie man hier schneller an Eier kommt? Also, ich muss die ganze Zeit hin und her rennen und man hat nie genügend. Es ist echt zum Kotzen gerade, muss ich ehrlich sagen. Kann man die herzaubern oder sowas? Herstellen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall total nervig. Ich laufe jetzt wieder zum 200. Mal darüber. Für, Kuchen? Also so das Beste, was du haben kannst? Zum Essen? Ein Kuchen, ein ganzer Lebensbalken. Ein ganzer Balken oben. Just saying. Hilfe. Oh. Morgen ist Frau Anmutter. Aber die Frage könnte man auch falsch verstehen. Just saying. Ich hätte auch fragen können, hast du etwa keine? Aber das wäre falsch. Das will ich auch nicht fragen. Oder ich könnte auch sagen, einfach für Eierlikör. Ist auch nett. So. Okay, goldenen Wein wusste ich nicht, dass das auch so viel bringt. Ja, dann weiß ich ja schon mal, was ich mache. Goldenen Wein danach. So. Ich mache immer Kuchen. So, ne? Oder halt hier. Wahlweise. Mit goldener Beere, mit goldener Traube. Aber ich glaube, der goldene Wein bringt mehr. Ich guck mal ganz kurz wegen dem goldenen Wein gerade. Einfach mal gucken. So. Gib ihm. Goldenen Wein bitte. Dankeschön. Hallo Tinael, ich grüße dich. Geht's dir gut? Ich glaube, du warst lange nicht da, kann es sein? Falls überhaupt mal hier was. Aber ich glaube, du warst lange nicht hier. Ich glaube, ich habe dich nicht vergessen. Eine Sache, die ich kann, dich nicht vergessen. Du bist ja auch hier Follower, ne? Was ist los? Wenn du sagst, es geht, das klingt so...
nicht so gut. Not that good. Oh, mein Uju. Glaubst du gar nicht? Ach ja. So. Und diesmal kein Hopfen, sondern Trauben. Okay, gut. Ich kann sehr viele Trauben machen. Na, komm her. Der letzte. Wenn das was bringt. Ich könnte eigentlich auch den silbernen anbauen gerade. Trauben. Zurzeit zu viel Stress. Oh. Leg große Pausen ein. So mein Tipp. Bevor du irgendwann mal aus Versehen dann, ne? Dass es dir mal wirklich schlecht geht, das wäre dann. Oh. Wenn der Wein hilft, dann werde ich nur noch Wein herstellen. Wenn der Wein genau das bringt, was ich erhoffe. Was ich mir erhoffe eigentlich, ist das. Richtig. Der Wein ist noch nicht fertig. Wie viel bringt denn? Ich habe hier silbernen Wein. Der bringt 60 schon. Okay. Okay, ja, moin, nicht? Können wir nochmal ein bisschen Schnaps machen? Ja, brauchen wir nicht. Met brauchen wir nicht. Brauchen wir dafür einfach nur Weizen? Nee, Hopfen. Dann könnten wir Goldigen machen. Was bringt der denn? 920 dann. Okay, gut zu wissen. Safthammer. Wir könnten eigentlich Schnaps herstellen, aber ich habe noch keine Ahnung, wozu wir diesen ganzen Schnaps dann benötigen. Den können wir halt nur verkaufen. Ne? Also nur. Den können wir verkaufen. Ich mach mal und dann gucken wir, was passiert. Gell? So. Ansonsten machen wir jetzt gerade nochmal schnell den Kuchen fertig. Hoppala. So, 7 Stück. Rechtsklick auf den Schnaps. Wenn einen hast. Und dann benutzen, oder was? Ich hab hier noch einen Schnaps. Guck mal, du. Was können wir jetzt aus dem Alkohol machen? Ich habe keine Ahnung. Kann man das jetzt verkaufen? Kann man das erforschen und was Interessantes draus machen? Ich habe gerade keine Ahnung. Da bin ich gerade überfordert. Oh, Frau Anmut, Frau Anmut, Frau Anmut, die kriegt das Lied. Die kriegt das Lied. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Wenn ich das wieder verpasse, dann bin ich am Edge. Da-da-da. Okay. Ich habe eine Arbeitsstelle bekommen und musste noch Vertrag unterschreiben. Und die Chefin hat gesagt, dass ich wegen meinen Buszeiten, wenn ich... Moment, dass ich früher... Oh Gott. Moment mal. Ich gebe das... Hallo, Süße, ich kenne... Ich lese mir das sofort durch. Kurz einen Moment. Ihr habt das perfekte Lied. Ja, hier ist dein Lied. Es wurde extra für dich geschrieben. Mon amour. Croissant. Hat die gerade Croissant gesagt? Okay. Wie süß. Davon bekomme ich Schmetterlinge im Bauch. Wer hat das geschrieben? Seine Liebe ist so rein.
Es ist eine echte Liebesverklärung. Er versteht mich. Es wurde von einem Dichter geschrieben, der in dieser Taverne gearbeitet hat. Er hat sich in dich verliebt. Oder er ist in dich verliebt. Oh, ich erinnere mich an ihn. Er war so schüchtern. Wo ist er jetzt? Nun, wie soll ich das erklären? Er wurde von den Wachen gefangen genommen. Er wird jetzt in der Burg festgehalten. Und so wie es jetzt um ihn steht, fürchte ich, dass er nicht mehr lange leben wird. Halt mich fest. Ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Wir müssen ihn retten. Ja. Besprich mir, dass du mir hilfst. Das scheint die perfekte Gelegenheit für den Astrologen zu sein, seiner Tochter zu sagen, wie viel sie ihm bedeutet. Ich versuche zu helfen. Bleib du so lange hier. Okay. Cool. So, und jetzt lese ich mir durch, was du geschrieben hast.